Ja, ein herzliches Willkommen von meinerseits aus. Und zwar zeige ich dir heute, was ist das Cashflow-Diagramm? Was hat es damit wirklich auf sich und warum solltest du dir auf jeden Fall das Ganze hier ansehen? Und zwar teile ich einfach mal meinen Bildschirm und gebe dir mal einen ganz kurzen, ja, Einblick in das Cashflow-Diagramm. Und zwar solltest du jetzt das Cashflow-Diagramm sehen. Du musst dir vorstellen, das Cashflow-Diagramm ist von Robert T. Kiyosaki. Er ist ein Experte für Finanzen und Immobilien, hat sehr, sehr viele Erfolgsbestseller im Bereich Finanzen einfach geschrieben, wie zum Beispiel das Buch Rich Dad Poor Dad. Das ist seit 20 Jahren Finanzratgeber Nummer 1, was viele da draußen wahrscheinlich schon kennen, wenn nicht eine absolute Empfehlung. Zum Beispiel hat auch Robert T. Kiyosaki sehr, sehr viel Kontakt, auch zum Beispiel mit bekannten Leuten wie Donald Trump, hat viele Projekte wirklich auch mit ihm zusammen aufgebaut und zeigt uns hier einfach die vier Möglichkeiten, wie wir auf unserer Welt Geld verdienen können. Wichtig, die einzigen vier natürlich legalen Möglichkeiten. Der erste Bereich sind 60% Angestellte. Was macht jetzt ein Angestellter? Ein Angestellter tauscht seine Zeit gegen Geld. Warum? Zum Beispiel, wenn du jetzt morgens um 8 zur Arbeit fährst, bis 16 Uhr, Montag bis Freitag das Ganze machst, dann arbeitest du 40 Stunden wahrscheinlich in der Woche, von Montag bis Freitag, 5 Tage in der Woche und kriegst dann Anfang, Mitte, Ende des Monats deinen Lohn. Das heißt, was muss ein Angestellter machen, um Geld zu bekommen? Darum geht es immer. Was muss er machen, um Geld zu bekommen? Er muss seine Zeit tauschen. Geht er nicht arbeiten, kriegt er logischerweise auch keine Bezahlung. Selbstständige, die machen eigentlich genau dasselbe wie ein Angestellter, um Geld zu bekommen. Sie tauschen auch ihre Zeit, um Geld zu bekommen. Nur der Selbstständige, das Wort sagt es schon, er arbeitet selbst und ständig. Was bedeutet das? Ein Selbstständiger arbeitet nicht für wen anders, sondern für sich. Beispielsweise ein Arzt, der seine eigene Praxis hat. Ein Rechtsanwalt, der seine eigene Kanzlei hat oder jemand, der eine eigene Gastronomie führt. Und ein Selbstständiger kümmert sich eigentlich um alles. Er muss sich um alles kümmern. Und der Punkt ist bei einem Selbstständigen, es ist ziemlich cool, für sich selber zu arbeiten. Jedoch ist da auch wieder der Aspekt, er arbeitet von morgens bis abends und ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht und tauscht in dem Fall eben mehr Zeit als ein Angestellter wahrscheinlich. Kriegt dementsprechend natürlich auch mehr Geld, weil er keinen Chef hat, der ihm sagt, wie viel er zu verdienen hat. Aber was macht ein Selbstständiger, an Geld zu kommen? Er tauscht auch seine Zeit, diesmal aber mehr Zeit. Und was sind jetzt zwei Bereiche, die wir eher weniger kennen? In meinen Augen, warum wir diese Bereiche weniger kennen? Ganz einfach, uns wird zu wenig darüber beigebracht. Uns wird eher abgeraten, zu diesen Bereichen zu gehen. Wir wissen einfach zu wenig darüber. Unternehmer sind 4% der Menschen. Die meisten wissen gar nicht, was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und Unternehmer. Es ist eigentlich ganz simpel. Als bestes Beispiel kann man dafür den Erfinder von McDonald's nehmen. Der Erfinder von McDonald's war damals derjenige, der hinter den Tresen war und war in der Küche und hat die Burger gemacht, die Dinge verkauft, in seiner eigenen Bude. Und was hat er dann gemacht? Er hat gemerkt, hey, ich habe nur 24 Stunden Zeit wie alle anderen Menschen da draußen, aber ich will mehr aus mir machen. Ich will mehr herausholen. Ich will mehr Gewinn machen, mehr Profit schlagen. Das heißt, was macht er? Er hat sich ein zweites McDonald's aufgemacht und so weiter und so fort. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass er ein System schafft, das für ihn arbeitet oder Menschen, die für ihn arbeiten. Weil er alleine kann nicht in 24 Stunden so viel bewältigen wie 10 Leute in 24 Stunden. Und das ist der Sinn einfach hinter einem Unternehmer. Beispiel Nummer zwei ist der Erfinder von Apple. Wer ist der Erfinder von Apple? Steve Jobs. Steve Jobs hat damals das Unternehmen zum Beispiel Apple aufgebaut. Mittlerweile lebt er leider nicht mehr, aber seine Familie verdient immer noch an dem Unternehmen Apple Geld. Warum? Weil das System, wenn du es einmal richtig aufbaust, ständig für dich Geld produziert und du nicht mehr arbeiten musst, sondern es dafür sorgt, dass das System dir Geld erwirtschaftet, passiv. Und das ist der große Punkt. Und es gibt noch einen weiteren Bereich, Investoren. 1% der Menschen weltweit sind Investoren. Was machen Investoren, um Geld zu bekommen? Sie investieren. Das heißt, in Aktien, in Kryptowährungen, in Immobilien, wo auch immer. Und in der Theorie können wir alle investieren. Jeder Mensch da draußen, du, ich oder wer auch immer, wir können alle investieren. Der eine hat halt ein bisschen mehr Geld, der andere ein bisschen weniger Geld. Aber in der Theorie können wir alle investieren, wenn wir wissen, wo rein. Und ein Investor macht aus Geld mehr Geld. Und was ist das Coole, wenn du Geld für dich arbeiten lassen kannst? Es kommt nicht zu spät, es meckert nicht, es macht keine Raucherpausen. Das heißt, die Königsdisziplin in meinen Augen ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und was hat mich jetzt richtig stark zum Nachdenken gebracht? Wir nehmen mal die Arbeitnehmer und die Selbstständigen zusammen. Die müssen aktiv arbeiten. Arbeiten sie nicht, bekommen sie kein Geld. Das sind 95%. Investoren und Unternehmer haben sich passive Einkommensquellen geschaffen, wie aus Geld mehr Geld zu machen oder aus einem System, das ihnen Geld erwirtschaftet. Das sind 5% der Menschen. Die Verteilung des Geldes ist genau andersrum. Genau andersherum. Und das fand ich damals ziemlich unfair. Ich habe gesagt, hey, wie kann das denn sein? Wir tauschen das, was uns am wertvollsten ist, unsere Zeit. Zeit kriegst du nie wieder, tauschen wir. Und wir kriegen nur so wenig im Gegensatz zu den anderen. Stell dir mal vor, du teilst mit 95 Menschen 5 Kekse. Und mit 5 Menschen teilst du 95 Kekse. Wer verhungert wohl?
Und all das soll dir hier nicht zeigen, dass es schlecht ist zu arbeiten, dass es schlecht ist, Selbstständige. Nein, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich will einfach nur dir zeigen, wie die Verteilung des Geldes ist. Und für mich damals, ich hätte mich noch 1000 Jahre aufregen können, wie unfair das ist. Ich kann jetzt die Welt jetzt nicht verändern, die Verteilung des Geldes kann ich jetzt nicht verändern, aber ich kann meine Welt verändern. Ich kann meinen Standpunkt verändern. Und zwar habe ich einfach für mich gesagt, hey, langfristig möchte ich eine Möglichkeit kennenlernen, wie ich auf die rechte Seite komme und wirklich mein Geld passiv verdienen kann, um nicht mehr auf der linken Seite zu sein, sondern wirklich meine Zeit, die mir so wertvoll ist, wirklich zu nutzen, um auf die rechte Seite zu kommen, mir etwas wirklich aufzubauen in einen dieser beiden Bereiche. Und genau, das auf jeden Fall so zum Cashflow-Diagramm. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. In der Beschreibung findest du mein Instagram. Und sonst mach dir noch einen schönen Tag und nutze das Ganze für dich.